frisches. Hey Leute, was geht ab? Und willkommen hier zu Let's Collect FIFA World Cup Warshot 2018 Sticker. Und heute habe ich hier 12 Sticker-Türchen am Start. Also es müssten 12 sein. 3, 6, 9, 12 Tütchen. Wieso 12? Keine Ahnung, weil ich es kann, Leute. Weil ich es kann, 12 Tütchen. Mal gucken, wie viele Sticker wir davon einkleben können. Es sind ja insgesamt dann 60 Sticker, die wir heute auspacken. Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich grüße natürlich gleich mal zu Beginn wieder die ersten 5 Kommentarschreiber. Nämlich einmal der Dennis Hartung, dann grüße ich den Tim Bayer, dann Lukas TV, Olbaximo, aber langsam reicht es mal, Olbaximo, dich werde ich morgen nicht mehr grüßen. Ich habe dich schon so oft gegrüßt, Olbaximo, jetzt bleib mal flauschig und schreib jetzt nicht so schnell, lass mal den anderen auch eine Chance, Olbaximo. Und der Pascal Gaming, euch 5 grüße ich hier und wir starten jetzt einfach mal mit dem Unboxing. 12 Tütchen, let's go. Wenn ihr euch fragt, hier ist mein Mauspad und meine Maus wollte ich jetzt nicht extra wegräumen. Es sieht einfach so aus, wie es halt hier auf meinem Tisch aussieht, ne? Zack, let's go. Komm, wir starten mit Kwak Tevi, einen Südkoreaner. Okay, Sticker Nummer 497. Und das sieht mir nach einem Blitzer Legend Sticker aus. Ricardo Rodriguez, nein, Spanien Logo. Spanien Logo. 132, dann haben wir hier Olivier Giroud, 206 und Zionek, den ich schon so oft gezogen habe und da weiß ich jetzt, dass ich den schon habe, weil bei Polen fehlen ja nur noch 3 Sticker oder 2 oder 4 nicht, 3 oder 2. Han Kok-jung aus Südkorea, den zweiten haben wir jetzt hier am Stüssel, 546 aus Panama, jemand Pasalic. Roy Diaz aus Peru und dann noch das Island Mannschaftsfoto 293. Irving Lozano, oh Kevin De Bruyne, altes Haus, ja nice, aber der ist schon glaube ich im Let's Collect Sticker Heft und außerdem, wer mich noch nicht abonniert hat, kann mich natürlich auch kostenlos abonnieren, ja, lege ich euch ja jeden Tag quasi ans Herz. Somit verpasst ihr halt keiner meiner Folgen mehr und das ist natürlich auch wichtig, weil es gibt am Ende der Let's Collect Serie ein kleines Quiz und wer mir dieses Quiz per E-Mail am schnellsten beantwortet, keine Sorge, ihr werdet alles erfahren, wann die Fragen online kommen als Video, dass ihr auch alle gleichzeitig auf die Fragen zugreifen könnt, dass das natürlich alles fair hier vonstatten geht. Also, Kudraschow, ihr könnt am Ende dieses vollständige Let's Collect Sticker gewinnen. Wo ihr natürlich auch verfolgen könnt, wann habe ich welche Sticker eingeklebt in der Let's Collect Sticker Serie. Das ist das Sticker-Album, was ich verlosen werde. Und wenn der Gewinner in Berlin wohnen sollte, weil ihr müsst mir natürlich auch die Adresse mitteilen, werde ich... Oh shit, ich fasse es nicht. Was für ein Backlag. Werde ich das Hardcover-Album persönlich überbringen. Und vielleicht machen wir noch zusammen ein Unboxing oder so, wenn derjenige Lust hat. Genau, Saad. Eldin Samir aus Ägypten. Dann Gianluca. Und hier seht ihr es, Leute. Ich habe schon wieder Pelé als Legend. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Leute. Schon wieder Pelé Legend. Heftig, Mann. Isco Disco und Eduardo Salvio. Packluck ist auf jeden Fall am Start hier. Auch wenn wir schon Pelé als Legend haben. Und wieder Glitzer. Wie viele Glitzersticker ziehe ich denn, bitteschön? Marokko. Beschweren kann man sich da eher weniger zwei schon wieder in einem Pack. Ah, herrlich. Herrlich. Severovic. Diego Costa. Uruguay Logo und Duvan Zapata. Zapata. So, und die 651. Bam. Nächstes Tütchen. Dann haben wir Moussa Sow. 626. Ekaterinburg Logo bzw. Poster Sticker. Fidel Escobar. Carlos Salcedo. Und die 408 Rodney Wallace. Sime Frisalko. Aus Stadion fehlen mir noch 9 und 18. Das habe ich mir gemerkt. 9 und 18. Was ist das? Das ist die 17. Okay, habe ich schon. Wilfried Ndidi, Oken Karo und die 25 hier Rostov Ondon als
Poster-Sticker. Seine Gerianer kommen auch noch hier in die Mitte. Wie viele Tütchen haben wir noch? Fünf Stück. Fünf Stück gab es mal am Anfang der Let's Collect-Serie. Aber mit fünf Stück kommen wir hier jetzt zur Zeit nicht mehr weit. Wenn wir nur noch fünf Tütchen pro Folge unboxen würden, würde ich ja 100 Folgen haben von Let's Collect. Das wollen wir ja auch nicht. Marco Asensio, 145. Glushakov, 42. Acosta. Und die 466 Corona. Giancarlo Gonzalez, Carlos Sanchez, Rojo. Nein, jetzt ist mir der Sticker runtergefallen. Al-Shaeri, nein. Leute. Nein, Fail. 617, 395 und 279. Wie komme ich jetzt dahin? Der liegt da so weit weg. Jungs, ich bin... Beziehungsweise, ich muss ja sagen, Jungs und Mädels, weil ich ja auch weiß, dass hier unter anderem auch viele Mädchen hier zugucken. Ist ja natürlich auch... Also das freut mich, dass Mädchen hier auch sammeln. Fußballsticker, das ist richtig nice. So, Alexandre Lacazette, mal gucken, was wir jetzt hier in den letzten Päckchen bekommen. Andy Polo, 244. Emil Kraft. Ola Einer und das England-Mannschaftsfoto. 573 England-Mannschaftsfoto sieht mir so unbekannt aus. Also ich glaube, das habe ich noch nicht. Und die 340. Zwei Tütchen noch. Vielleicht sehen wir ja noch Ronaldo oder Messi. Gotoku Sakai. Ja, Marco Asensio, Doppel, Glushakov, Acosta. Hatte ich nicht dieses Pack eben schon mal so ähnlich? Ohne Witz, ne? Was soll denn das? Und die 402. Ja, alle doppelt. 145 doppelt, 42 doppelt, 104,2 doppelt, also alle doppelt und dreifach gezogen hier. Ebrahimi. Ups. 566, der gute M. Sagni aus Tunesien. Jubo. Igalo. Und folgendes Stadion, Volgograd, die 19. Nein, Leute, ich sortiere ganz kurz. Mir fehlt nur noch die 9 und die 18. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. 9 und 18. So, 87, 82, 132, 145, da ist 43 noch. So. 182, bam. Bam, 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 bam. So, es dauert natürlich ein bisschen länger als sonst, weil ich 12 Tüten öffne. Oder geöffnet habe. Die sind ja jetzt schon ausgepackt worden von mir. 389, 95. Hier hinten nehmen wir die mit. Bam, bam, bam. 466, 60 noch davor. 67, 80. 97, 504, 22, 37, 40, 66, 73, 75, 69, 26, 60, nicht 51, 60, 70 und 80. Let's go, Lon! Let's go! Wir können starten mit dem Einkleben, was auch immer richtig viel Spaß macht, meiner Meinung nach. Sticker einkleben, beste. Ja, erste Seite hier kann ich nichts einkleben. 21 habe ich die 21. Nö, die 25. Fehlt mir aber nicht mehr, habe ich schon. Nämlich da unten. Da unten links. Die 30 fehlt mir leider auch nicht mehr. Habe ich auch schon hier. Und jetzt wird es interessant, weil bei den Porträtstickern habe ich überhaupt gar keinen Durchblick mehr. So, 38 habe ich schon. 42 habe ich schon, 42 gleich zweimal gezogen hier, also keinen Russen können wir hier heute einkleben. Mal gucken, wie viele Sticker wir von 60 einkleben können. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Habe ich auch schon. Also es geht richtig gut los. 82, Sami habe ich schon. Oh, 87, El Said. Somit fehlen nur noch 4 Ägypter. 4 Ägypter im Let's Collect Stickerheft. Leute, es dauert echt nicht mehr so lange, ne? Es dauert echt nicht mehr so lange und dann haben wir hier das Heftchen voll. 92. Doppelt 132. Spanien-Logo leider auch schon hier im Heft. Asensio, ne, Isco und Asensio habe ich beide schon. Und Asensio sogar zweimal hier gezogen.
151, aber Diego Costa. Ja, nice, altes Haus hier, Diego Costa. Komm rein hier. So, da ist er doch. Jetzt fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 spanische Sticker. Mannschaftsfoto, De Gea, Piqué, Carvajal, David Silva und Vitolo. Und das Marokko-Logo darf ich auch einkleben. Ich habe hier die Ehre. So, 3, 5 Sticker aus Marokko. 182 sieht nicht gut aus. 206 Giroud müsste ich doch auch schon haben, ja. Lacazette auch, beide weg. 244, Andy Polo. Leute, wie viele Tütchen soll ich morgen öffnen? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich hatte auch überlegt, mal Panini-Sticker live zu öffnen. Also nicht, also Let's Collect könnte ich auch live machen. Aber ich meinte halt so generell, einfach nur Panini-Sticker öffnen live. Was haltet ihr denn davon? Und am besten auch wann? Wann könnte ich das mal machen? Auch das könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. 279 Rojo habe ich schon. Oder Royo Rojo. Aber Eduardo Salvio noch nicht. Und das heißt, es fehlen nur noch 7? Ne, 6. 6 Argentinier. Ja, 7 haben da vorgefehlt. Aber Salvio, kommt der jetzt hier ins Heft? Mercado fehlt, Fazio fehlt, Otamendi, Biglia, Di Maria und Banega. Island, Mannschaftsfoto habe ich, 315, Simifri Saiko habe ich schon, 320 habe ich auch schon, 25 auch schon, 40 ist einer von Nigeria. Habe ich noch nicht, Ola Aina, bam. Ola Aina. Ein Ola Aina. So, habe ich schon. Ricardo Rodriguez, kommt mir unbekannt vor, habe ich den schon angeklebt? Nein, boom, es fehlen noch 3 Schweizer. Johan Giroud, Semedo und Gelson Fernandes. Und Ricardo Rodriguez, tada, ist im Heft. Nice, 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 nice. Hier doppelt, Gonzalez weiß ich nicht, auch doppelt. 402 auch doppelt. 408 auch doppelt. 460. 460. Die deutsche Nationalmannschaft übrigens komplett. Gestrige Folge auschecken. Unbedingt. Und in der Videobeschreibung ist natürlich der Link dazu. Zu der letzten Folge. 460. Leute, 2 Mexikaner noch. Giovanni Dos Santos und Hugo Ayala fehlen noch. Heftig. Heftig, 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 Mann. 2 Mexikaner. 2 Mexikaner, 480 habe ich schon, 97 ist ein Südkoreaner, habe ich aber auch schon, 504 und somit nur noch 3 Südkoreaner hier. Ja, ich habe es gewusst, ich habe es gewusst, KDB, Kevin De Bruyne. Hatte ich schon eingeklebt. 537 aber noch nicht. Jawollo. Fidel Escobar. So, 546. Da ist doch auch eine Lücke. Der Alberto Quintero. So, 55, 66. Alles hier doppelt, doppelt, doppelt. England, Mannschaftsfoto. Ich hatte recht. Ich hatte recht, das englische Mannschaftsfoto habe ich noch nicht. Das Logo fehlt leider auch. Dann fehlt auch noch Joe Hart, Eric Dyer, Sterling, Rashford, Vardy. Und hiervon kann ich, glaube ich, keinen einkleben. Das ist Zionek, habe ich schon. 617, weiß ich nicht. Eine Seite weiter. Oh, Koulibaly habe ich schon. Hier fehlen noch so viele Sticker und wir haben Moussa Sow, den ich schon habe. Oh, ich fasse es nicht. Carlos Sanchez habe ich auch schon. Zapata da vorne auch. 660 habe ich auch schon. 670 auch schon. Und Pelé habe ich ja auch schon. Hier fehlen nur noch 678 und 679. Pelé doppelt, Leute. Ja, das war's, Leute. Das war's hier mit der heutigen Folge Let's Collect. Also, wir haben unsere Sticker. Ja, eigentlich die ganze Zeit da nur hinten auf dem Haufen gepackt, weil alle doppelt waren gefühlt. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 haben wir eingeklebt. Immerhin 13 von 60. Also morgen werden wir wieder vielleicht 10 öffnen, vielleicht 15. Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das war die heutige Folge Let's Collect. Wenn ihr mich noch nicht kennt, könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren. Gerade jetzt zur WM 2018 Sticker Zeit. Leute, lohnt sich auf jeden Fall. Dann verpasst ihr keiner meiner Videos mehr. Und dann, ja, war es das jetzt erstmal von mir, ne? Wir sehen uns. Ich denke mal, nachher noch wieder um 19 Uhr wird noch ein Battle kommen oder so. Leute, das war jetzt hier. Haut rein und tschüssi.